Hallo, mein Name ist Alexander Pfeiffer. Ich bin Schriftsteller, Literaturveranstalter, Moderator und Leiter von Schreibwerkstätten. In den letzten beiden Jahren hatte ich den Sitz für die Sparte Literatur im Wiesbadener Kulturbeirat inne und bewerbe mich nun erneut um diesen. Im Moment haben wir alle mit dem Kulturkiller Corona zu kämpfen, aber auch ganz ohne Corona hat Wiesbaden einige Kulturbaustellen zu beackern. Vor einer ganz besonders prominenten stehe ich hier. Das Walhalla steht seit mittlerweile 3 Jahren leer, während der Verein Walhalla e.V. seine Aufführungen im Exil durchführt. Dazu geht ab sofort die Kulturkneipe Sabot ins Exil, ab dem September bzw. Oktober auch der Kulturpalast und das Literaturhaus Villa Clementine wegen Baumaßnahmen. Die innerstädtischen Räume für Kultur werden also knapper. Gleichzeitig verfügen die städtischen Immobiliengesellschaften über diverse Räume, die leer stehen und für Kultur zumindest zwischengenutzt werden können. Hier kommt eine große Aufgabe auf die Wiesbadener Kulturpolitik zu, an der ich mich gerne beteiligen möchte. Zum Wohle einer lebenswerten Stadt, in der Kultur Wertschätzung erfährt und auch etwas kosten darf. Sie finden mich auf Ihrem Wahlzettel als Kandidat mit der Nummer 16 in der Sparte Literatur. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Lutz Kunsch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für Deutsche Sprache schon über 20 Jahre. Wir beraten Personen in sprachlichen Fragen im In- und Ausland, holen aber auch sehr viele Personen zu Veranstaltungen nach Wiesbaden. Das sind Zweigveranstaltungen, sind Medienpreise und verschiedene größere Konferenzen. Außerdem bin ich in verschiedenen Beiräten, Gremien in Wiesbaden auf dem Bereich der Kultur tätig, beim Vorlesetag Warmes Wiesbaden in verschiedenen Theatern, Beirat Staatstheater, und kenne die Szene sehr gut, aber natürlich auch die Probleme damit verbunden. Wir begreifen Sprache als Kulturgut, als Wichtigstes, als Mittler, die Sprachen. Und deshalb sind wir, glaube ich, im Beirat gut angesiedelt. Hätten Sie mich vor einigen Wochen gefragt, welche Vorstellungen ich habe, sehen die noch anders aus? Die aktuelle Krise hat unser Leben verändert. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht insgesamt so begriffen. Wir müssen überlegen, wie wir in Zukunft anders miteinander umgehen, umdenken und auch die Kultur in diesem Sinne gestalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, so geben Sie mir zur Wahl die Stimme. Dankeschön. Ich bin Heinrich Rahn und bewerbe mich für die Literatur. Ich wünsche, dass in Wiesbaden mehr Autoren Möglichkeit haben, ihre Werke zu veröffentlichen. Und meine, dass ich da was bewirken kann.